Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife im Hunsrück, und zwar den Kelten-Römerpfad. Dieser ist etwa 14 Kilometer lang, und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran! Anfang an gehen wir momentan nur berghoch. Unglaublich, aber auf schmalen Pfaden. Das ist wiederum schön. Momentan laufen wir auf einer alten Römerstraße entlang. Aber pfadartig. Daumen hoch. Heute geht noch ein anderer YouTuber mit, und zwar Christian vom Kanal Brieftaubenzucht Jungfleisch. Ich werde diesen Kanal auch noch verlinken. Wer Interesse hat, kann ja mal reinschauen. Der Weg lässt sich sehr gut laufen. Immer schöne Pfade dabei. Sehr selten auf breitem Weg. So soll das auch sein. Die Tour verläuft im Wald und ist dafür im Sommer sehr gut geeignet. Jetzt machen wir noch einen Abstecher ins Restaurant Wirtshaus und dann geht es wieder zurück zum ursprünglichen Weg. Im Wirtshaus waren wir dann doch nicht, da eine geschlossene Gesellschaft wegen eines Trauerfalls war.
Wir haben uns anscheinend jetzt verlaufen, beziehungsweise das Schild war falsch. Das Schild zeigte nach rechts, da waren wir uns alle drei einig. Und nun laufen wir eben durch Fahrschweiler zurück ans Auto. Komisch, hatten wir bisher noch nie bei einer Traumschleife. Es sind jetzt noch etwa 1 Kilometer, bis wir wieder im Auto sind. Die Tour hat uns soweit gut gefallen, nur die eine Beschilderung war falsch und deswegen sind wir auch jetzt an den keltischen Hügeln nicht vorbeigelaufen. Die Tour ist für Anfänger geeignet, man braucht nicht wirklich Trittsicherheit und ja, wegen der Beschilderung, da müsste mal nachgeschaut werden. Danke fürs Reinschauen. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, einfach eins dalassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Luftholen, no denke. Sarah, 14, ne? Und ja, gut. Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife hin. Falschwaller. Nee, ich wollte einen Hunsrück sagen. Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife im Hunsrück. Und zwar im ich glaube, das mit dem Falschwaller, dass ich weg. Gell, ich guck mal, hätten wir hier. Nee, aber das ist doch schnell. Das ziehen sie ja auf dem Ding. Genau. Diese Spannung muss ja bleiben. Gell. Diese Tour lässt sich sehr gut im Sommer laufen, denn sie verläuft nur im Wald. Richtig schön hier. Man hat zwar keine schönen Aussichten, aber sehr schön. Nee. Die Tour lässt sich sehr gut laufen, vor allem im Sommer, da diese nur im Wald sich verläuft. Ja. Die Tour verläuft über... Irgendwie haben wir uns jetzt verlaufen und laufen jetzt durch den Ort Fahrschweiler zurück ans Auto. Da war irgendein Schild anscheinend falsch aufgestellt, denn alle drei haben dasselbe gesehen und zwar nach rechts gehen. Wir sollten angeblich aber geradeaus gehen.